So Leute, ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu My Sims. Im letzten Part haben wir uns erstmal hier wieder reingefunden, weil es ja Ewigkeiten her ist, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Und im heutigen Part werden wir die nächsten Aufgaben machen. Wir fangen an mit der von Victor Vector von Roxy Clean. Ist eigentlich scheißegal, wir müssen eh beide machen. Roxy Clean braucht eine Kühltruhe. Oh, das war so eine komplexe Scheiße, ne? So. Altbewerteter Schreinertrick. Erstmal alles zusammensuchen. So, dann können wir zum Beispiel sehen. Moment. So, so. Susu. Wir brauchen natürlich erstmal. Weil das Problem ist, ich muss selber erstmal reinkommen wieder. Ne, es ist der zweite Part nach Ewigkeiten, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Und ja. Gib mir ein bisschen Eingewöhnungszeit. So, deswegen werde ich erstmal natürlich nach Plan ein bisschen bauen. Und dann später gucken wir mal, ob wir irgendwie anders bauen können. Aber vorerst erstmal so. An die Musik erinnere ich mich sogar mehr als ihr glaubt. Das ist echt interessant. Ich habe irgendwas vergessen. Achso, die hier. So, die kleine Eisstation. Oder was heißt, es soll eigentlich eine Kühltruhe sein, ein Kühlschrank oder whatever. Aber irgendwie, ja, es sieht mir eher aus wie so ein Eisdielen-Vorbereitungsgedönse. Ja. So, was ist unsere Aufgabe? 14 Mal glücklich sein, 12 Mal Dings. Mit glücklich können wir gelb hinkriegen. Ja? Wir können hier uns die Farben angucken. Da übrigens kann ich an diesen Symbolen eigentlich nie wirklich erkennen, welche Farben das sein sollen. Aber es bringt mich auf eine Idee. Wir haben immer noch eine flotte Biene, die hier das haben möchte. Aber ich glaube, das ist zu lang, ne? Meine Idee ist gerade ganz schnell ins Wasser gefallen. Aber vielleicht können wir ja. Geht das eventuell? Oh, bist du groß. Nein, du kannst das hochhalten. Oh, das ist cool. Guckt ihn euch an, den kleinen Fratz. Er hält das Ding hoch. Passt das da unten auch? Ich glaube, das ist 1, 2, 3, 5. Und da unten ist nur 4. Okay, wir können ja hier am Boden gucken. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Felder für das Lebkuchenmännchen. Und hier haben wir nur 4. Ich wollte da noch einen zwischenpacken. Oh, ist aber cool, dass das Männchen dazwischen passt. Oh, wie er das Ding hochhält, das ist voll süß. Gut. Ja, natürlich ein bisschen. Ein bisschen müssen wir natürlich, ja, gucken, wie wir das machen hier. So, haben wir hier noch was zum Anmalen? Habe ich noch irgendwas? Ich glaube, hier unten noch, ne? Ja. So, dann haben wir schon mal 8 von 14. Und dann wollen wir mal kurz. Konnte man auch nicht irgendwie hier durchblättern? Ich weiß es nicht mehr, wie das ging. Irgendwie konnte man auf jeden Fall durchblättern. Ich weiß aber nicht wie. So, dann haben wir braun. Wir haben immerhin eine Biene. Ja, die Bienen sind ja meistens immer gelb-braun. Oder bin ich blöd? Bienen sind gelb-braun, ne? Und damit haben wir 15. Ist natürlich die Frage, ob wir das umbauen wieder. Dass wir sagen, von wegen, wir machen außen. Aber ich möchte das aus. Ich mag die Kombination so besser, als wenn innen braun und außen gelb wäre. Muss man echt zugeben. Deswegen müssen wir irgendwie anders glücklich dazu bauen. Wir könnten ja in der Theorie dahin gehen. Geht das? So machen. Ja, Problem ist aber, da hätten wir wieder Außenfeld, ne? Herr Jemine, wie machen wir das jetzt am besten? Was ist, wenn wir das hier wegnehmen? Mal kurz. So.
und hauen dann so eine Platte da rein. Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Für ist das hinten im Weg. Das ist ärgerlich. Aber wenn wir da hingehen und sagen zum Beispiel... Tun den da hin. Das ist zu weit vorne. Aber es macht nichts. Jetzt denke ich gerade falsch. Das ist nicht gut. Drehen. So. Schon besser. Das können wir noch ein bisschen weiter nach außen bauen. Und malen das dann wieder in Gelb an. Interessant, das Spiel neigt echt hart zu ruckeln, wenn man zu nah dran ist. Das ist interessant. Ah, das Mannequin ist im Weg. Keine Sorge, Leute, das hat schon alles seinen Plan hier, was wir hier machen. Müssen nur gucken, dass wir die richtigen Teile dazu finden. Und da bin ich ja froh, dass ich im letzten Part die falschen Tasten die ganze Zeit drücke. Im letzten Part die richtigen Teile rausgefischt habe. So, dann war es dieses kurze Teil hier, glaube ich. Ne? Ja. Dann machen wir die Theke ein bisschen größer. Hauen den da drauf. Und dann nimmt alles schon seine Form an. Das läuft gerade besser. Lebkuchen ist lecker. Lecker Lebkuchen. Ich hasse Lebkuchen. Kennt ihr diese Lebkuchenherzen, die es zu Weihnachten immer gibt? Ich finde die so ekelhaft. Ich weiß nicht warum. Ich bin kein Freund von denen. So, Lebkuchen haben wir auf jeden Fall genug. Glücklich sein haben wir noch lange nicht genug. Wir brauchen noch wie viel? 4 Stück. So, mein Plan ist jetzt folgendermaßen. Wir werden hier hingehen. Und über einen doppelten Balken, wenn das möglich ist. Hier, so ein. Aber ich möchte den gerne größer haben. So ein hier. Haben wir so. Dann tun wir noch so einen kleinen drauf. So ein hier. Und dann brauchen wir diese kleinen Bögen. Da waren sie gerade. Die hier. Und dann... Er visiert 6 Punkte an, wo ich das Teil visiere. Warte, wie war das? Springmodus ein. Und Gleitmodus, glaube ich, war das, ne? Ne, Gleitmodus war, glaube ich, durchgehen. Genau, Springmodus war das. So, dann tun wir ein bisschen höher. Noch einen höher. Deswegen habe ich das ja höher gebaut. So. Und dann... Nehmen wir noch eine kleine Abrundung. Hier so eine. Da haben wir wenigstens, dass die Leute da hingehen können und sagen von wegen. Moment. So, dann haben wir wenigstens etwas, wo die Leute hingehen und sagen, ich möchte gerne Sahne haben oder Schokosoße und so ein Kram. Der kennt ihr wahrscheinlich auch aus Eisdielen. Ja? Haben die jetzt extra sowas hier. So. Das heißt, wir machen auf jeden Fall das Ding gelb. Da sollte es kein Problem sein. Also wir haben die Aufgabe gemeistert. Und werden noch ein bisschen rumspielen. Speck eventuell. Na, Speck ist die falsche Farbe. Speck, warte, mach mal so. Hier, Schokobraun. Für eine gute Schokosoße. Nehmen wir so ein Muster drin. Und was nehmen wir? Nehmen wir hier, das Kuchen sollte, glaube ich, die Gegenteilfarbe bringen, ne? Da ist das Vanille. So. Und weil wir einfach nicht fertig sind, einfach weil wir es so übertreiben müssen,
haben wir noch so ein Smiley hinten drauf. Oh mein Gott, das passt sogar. Wie drehe ich den? Ich drück immer daneben. Hey! Ja, Mann, kreativ gelöst. Fertig. Ja, also, kann man sagen, was man will, aber das war eine gute Lösung, finde ich jetzt. Gut, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, wir geben das erstmal ab. Und dann ist schon der nächste Tag geworden. Wir sollten eigentlich mal kurz im Hotel vorbeigucken. Vielleicht haben wir wieder jemand Interessantes, der im Hotel ist. Ich erinnere mich gut, dass in der Wii-Version dieses Hotel immer Yara geladen hat, ja? Wen haben wir denn da? Wir haben Maria, wir haben Rhonda, zwei Normalus und wir haben Elvira mit einem Beruf. Die reden wir direkt an. Psst. Elvira. Psst. Was denkst du dir eigentlich dabei, eine Stadt ohne Bibliothek zu bauen? Wissen muss schließlich gefördert werden. Psst, nicht so laut. Komm, zieh doch in meine Stadt ein. Dann hast du eine Bibliothek. Psst, nicht so laut. Gute Wahl. Ich warte hier, bis du die Bibliothek fertig gebaut hast. Aber nicht so laut. Ja, ja, schon gut. Psst. Oh, ich habe jetzt die Mosslos gelassen, dieses Psst. Ich habe den Finger extra vom Mund gemacht, damit es authentisch ist. Ihr seht es nicht, aber hey. Das Wien-Hotel. Die Stadt heißt ja immer noch Wien. Warum auch immer. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Speck! Ist gut. Dann gehen wir einmal kurz zu Roxys Eissalon. Wo kam er denn jetzt auf einmal her? Und warum essen die hier alle Fisch? Roxy, irgendwas stimmt mit... Ich kann kein Eis essen, weil sie sich... Roxy, ich möchte auch Eis essen. Dann gebe ich sie halt. So. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Das klang jetzt irgendwie falsch. So. Finger wieder auf ESD setzen. Dann gucken wir mal kurz. Ich kann die... Ich muss die Kamera so bewegen. Ja. Ah, ich kann die Kamera auch so bewegen, aber sie geht irgendwie nicht in jede Richtung. So, als allererstes möchte ich einmal kurz, das hier dazu tun. Weil das stört dann doch in der Ecke einmal. Da haben wir hier eine Speisekarte. Ja. Wenn eine Speisekarte hängt, wollen wir natürlich auch dort keine Dekoration haben. Nein, nein. Natürlich auch unsere coole, glückliche... Oh, guck mal. Das passt jetzt sogar von der Größe her mit der, Karte hier im Hintergrund echt gut. Und das Smiley ist cool. Hurra, jetzt kann ich wieder... Oh, warte, das muss eine ganz hohe Stimme sein. Oder eine Bienenstimme. Bzzz, hurra. Jetzt kann ich... Das ist eine Schlange. Wieder eigentlich Eis verkaufen. Keine Ahnung. Das ist eine Babystimme einfach. Hallo? Ich hätte gern einmal eine leckere Eiskugel mit Blattgold. Das gibt es bei uns in Eisdiele um die Ecke. Kostet nur 300 Euro. Das ist kein Scheiß. Ich habe mir gedacht, what the fuck, Alter. Das ist krank. Gut. Bekomme ich mein Eis jetzt mit Blattgold? Ich habe dem mal dieses Teil hier gebaut. Das ist deutlich mehr als 300 Euro wert. Wie bitte? Sasi? Oh, eine Tafel an der Wand. Das Eis schmilzt. Schmilzt. Ich muss etwas davon einfrieren. Und ich muss mir die Hände waschen. Ja. Ein Kühlschrank und ein Becken. Ist gebongt.
Was ist bei euch los, dass ich den Teil hier nie benutzen darf? Und warum geht der Typ einfach hinter die... Okay, ich bin auch einfach hinter den Tresen gegangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Roxy, lass mich hier hinter. Du machst mich böse. Ja, ich das schon beste Freund. Ja, Poppy ist bester Freund. Und sie? Sie umkreisen mich einfach. Und sie benutzt mein Ding schamlos. Das ist gemein. Ich will es auch benutzen. Ja, mach's sauber, genau. Richtig so. Wisst ihr, was mich mal interessiert? Kurz, das will ich mal kurz nachgucken. Wie traurig ist unsere Inneneinrichtung? Ich glaube, ich habe da nie was dran gemacht, ne? Oh, ist ja voll am Leben hier. Da ist ein Bett. Richtig gut. Könnte man ja mal ins Experiment reinsetzen, die Möbel zu bauen, die ich halt hier auch in Wirklichkeit habe. Das wird aber schwierig dann. Die Teile getreu wie möglich umzubauen. So, dann arbeiten wir mal eine Aufgabe von Victor Vector. Ich guck mal auf die Uhr und ich sehe gerade, nein, das machen wir nicht. Wir bauen das Haus für Elvira. Das ist immer so eine Sache, die ich nicht verstehe. Elvira. In Meisters Kingdom hat sie nämlich einen anderen Namen. Heißt sie Elmira mit M. Und das gibt halt einem schon zu denken, ne? So, ich dachte mir von wegen, das Klügste, was wir machen können, ist natürlich, wo kann ein Haus am besten hin? Natürlich da, wo es ruhig ist, ne? Im Wald. Wo vielleicht der Mörder hinter jeder Ecke wartet. Was, glaube ich, hier in My Sims nicht unbedingt der Fall sein wird. Aber, wenn wir hier zum Beispiel die Häuser bauen, das ist übrigens ziemlich cool, dann ändert sich der Weg so ein bisschen und der Baum hier wird so ein bisschen wieder bearbeitet, dass zum Beispiel die Ranken nicht durch den Stein gehen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Auf jeden Fall machen sie hier die Steinmauer wieder heile und alles ist gut. Und ja, dafür muss man eigentlich den Baum entweder tiefer graben oder kaputt machen. Aber gut, macht das einfach mal. Ja, ich würde sagen, gucken wir mal kurz die Karte. Wir haben hier 4 Häuser. Eigentlich haben wir 7 Häuser. Wir haben hier hinten, haben wir noch 3 Häuser. Aber das ist, also um hier hinzukommen, müssen wir halt wirklich einmal hier außen rumlaufen. Und das ist ein bisschen zu weit weg. Deswegen gehen wir hier hin und bauen Elviras Haus hier hin. Und sagen von wegen, hier darfst du dann wohnen. In deiner Bücherei. Mit neuen Sachen, wie zum Beispiel diese Säulen, die strebsam geben. Ah, okay. Größer machen. Ah, gar kein nerviges Geräusch. Alter! Okay, hör auf. Gut, wie können wir eine Bücherei bauen? Wie sieht die Bücherei am logischsten aus? Wie wäre es denn, wenn wir mal kurz so und so machen? Dass wir dann hier in einer Art eine Tür haben. Die Bücherei sollte eigentlich 2 Etagen haben, ne? Wir können ja eigentlich so machen. Und dann so. Aber dann sieht das eher aus wie so ein Standardhaus, ne? Dass es eine Bücherei ist, würde ich nicht unbedingt sagen. Jetzt ist es eine Bücherei. Die Farben sind noch nicht so ganz richtig. So, dann hauen wir natürlich ein paar Säulen rein. Am besten die Säulen. Weil ich diese Säulen hier in meiner Kindheit nie benutzt habe. Ich fand die so hässlich. Und kann ich da oben... Ich kann hier... Moment. Wollte ich gerade sagen. Nee, warte. Wollte ich gerade sagen, warum kann ich da oben keine Säule hinsetzen? Es sieht zwar komisch aus mit dem Dach, aber hey. An jeder Ecke, wo ein Dachgiebel endet, einfach nur um halt dieses, Gefühl zu geben, dass das Haus halt gut hält. Ne? Kennt man ja irgendwoher. Übrigens, damals als Kind war man ein ganz raffiniertes Schwein. Da ist man hingegangen und hat das hierhin platziert und da ist es dazwischen. Da sieht man es nicht. So, und gibt trotzdem die erforderlichen Werte.
Seht ihr? Man sieht es jetzt nicht. Die Teile sind dazwischen, aber man sieht sie einfach nicht. Ja, und man kriegt halt hier trotzdem diese... Ah, ich weiß, warum ich sie nie benutzt habe, weil diese Säulen geben, glaube ich, viel mehr, ne? Nee, geben sie nicht. Okay. Dann natürlich hier noch einen coolen Löwen hinstellen. Zwei Stück. Ist immerhin hier eine Bibliothek. Ne? So. Oder sollen wir es eher andersrum machen? Sieht das andersrum cooler aus? Ja, andersrum sieht cooler aus. Den anderen können wir dann... Ja, wo... Wollen wir den hier hinstellen? Ich glaube, das machen wir so. Dann bauen wir noch ein paar Fenster ein. Nicht zu viele, weil immerhin, ne, ist eine Bibliothek. Machen wir zwei nebeneinander, einfach wegen der Symmetrie. Ach, Symmetrie ist ekelhaft. Himmelswillen. Man kommt immer in den Gedanken, man muss irgendwo eine Symmetrie einbauen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so hart ist. Das ist echt nervig. So, haben wir hier hin. Und damit hätten wir den Grundriss fertig. Können natürlich jetzt noch dahin gehen und sagen von wegen, wir geben ihr natürlich ein paar Sachen auf das Dach, wie zum Beispiel so einen Wetterhahn. Ist sogar gar nicht mal so dumm. Noch irgendwas, was dazu passt? Die Kuh ist neu. So Moai hinstellen. Geil, da freut sie sich. Dann nehmen wir den, glaube ich, weg und lassen den Moai hier stehen. Ja, doch, das passt gut. Ah, hier haben wir noch mehr. Okay. Was ist das? Ist das ein Esel? Ein Funny-Esel. Okay. Das ist eine Kuh. Das ist eine leckere Kuh wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Und dann hätten wir noch... Oh, jetzt an der Seite ran. Ein paar coole Geckos. Die können wir hier so im Hintergrund laufen lassen. Das ist ein bisschen Funny. Ich weiß, dass sie Funny, glaube ich, gar nicht mag. Aber damit hätten wir auf jeden Fall schon mal hier ordentlich was gemacht. Wir haben immerhin 39%. 39, gut. Weil dann machen wir noch ein bisschen die Farben ein bisschen anders. Ich möchte gerne doch so ein bisschen... Wir haben immerhin... Haben wir eine Bücherei. Soll natürlich ein bisschen dann klüger wirken. Als das, was es bisher bietet. Die Frage ist natürlich... Eigentlich möchte ich gerne das benutzen. Mal einfach die hier voll. Moment. Ah, wo ist es denn? Da ist es. So. Ja, das passt doch am besten zur Bücherei, finde ich. Doof, dass es hier kein weiß-rotes... Ah, doch, da. Das passt sogar perfekt. Oh mein Gott, das passt sogar perfekt. Leute, das ist gut. Das ist schick. Können wir noch die Tür malen? Irgendeine passende Tür. Da würde ich doch auf die schwarze eher gehen. Und die Fenster... Würde ich dann auch auf schwarz setzen, weil die Fenster einfach... Fenster und Tür sollten, glaube ich, doch einfarbig sein dann. Ja, doch, das setzt gut. Gut, und hier die großen Fenster, die sollten wir auch schwarz machen. Ja, doch, aber dieses dunkle Schwarz, dieses helle Schwarz. Und dann können wir doch sagen, dass das irgendwo Schnieke ist. Ja doch. Und somit haben wir die Bücherei fertig. Das ist gar nicht mal so hässlich geworden. Wow. Hey, da ist eine Bücherei. Und jetzt hängen hier die Laternen dran. Oh, ich fühle mich gepriesen, Sir. Gehen wir mal da rein. Ja, ich weiß, die Aufnahmezeit ist schon wieder vollkommen übertrieben hoch. Es tut mir leid. Ich weiß, sie sind am Schlafen und träumen von einem Bücherregal. Dafür werde ich jetzt auch wecken. Oh, ich hab geträumt, dass ein Einbrecher reinkommt. Und dann war es doch nur du. Ich glaube, sie beschwert sich direkt, ne? Na, sieh an, wer da ist. Der Sim, der mir eine leere Bibliothek gebaut hat. Ja. Dankeschön.
Lange. Hm, Besorger. Jiggenblurk. Psst. Das soll eine Bücherei sein? Bibliothek? Wo sind denn die Bücher? Ja, ein bisschen Bücherregal bauen. Machen wir. Und das, die Bücher müssen wir natürlich auch reinbauen, weil... Hallo? Oh, guck mal. Wie heißt es mal? Da Vinci? Was, Da Vinci? Ich weiß es nicht mehr. Und eine Erdkarte. Was ziemlich interessant ist, weil... Also man erkennt irgendwie alle Sachen, nur aus irgendeinem Grund ist Amerika hier nach zum Osten ziemlich groß geworden. Norwegen und Schweden sind mit Resteuropa verbunden. Jetzt können wir natürlich sagen, von wegen die niedrige Auflösung und so, aber nein. Und Japan ist untergegangen wahrscheinlich. Gut, Leute, wir gucken auf die Uhr. Es ist wieder Zeit, es tut mir leid, aber ja, wir haben wieder voll übertrieben. Im nächsten Part werden wir uns um die Aufgaben kümmern. Mal gucken, ob wir es da diesmal auch schaffen. Schnuppern. Geil. Ausreißen. Organisch. Aber eigentlich könnten wir jetzt... Wir haben jetzt schon eh übertrieben, ja? Dann setzen wir noch einen ran und gucken, wer jetzt als nächstes in... Ich bin drauf reingefallen. Ich hasse es so, dass das ist echt eine der schlimmsten Sachen, die es in diesem Spiel gibt, dass die Kamera so ist. Ja? Die Kamera ist einfach komplett falsch herum. Man fällt immer wieder drauf rein. So, was ich sagen wollte, wir können ja mal gucken, wer jetzt am Tage... Nochmal organisch holen. Dankeschön. Jetzt machen wir kurz ein Nickerchen bis Tagesanbruch. Gucken mal, wer noch in die Stadt kommt. Und bam, es ist hell. Das ist immer noch cool. So. Nehmen wir alles mit. Und wer ist noch da? Oh. Lady Nicole. Was, Lady Nicole? Miss Nicole. Hallo, Miss Nicole. Wie man vielleicht sehen kann, Modedesigner. Oh, hallo Darling, mein Name ist Misty Carl. Ich überlege, in dieser kleinen Stadt eine Boutique zu eröffnen. Aber ich bin nicht sicher, ob sie mir auch modisch genug ist. Dag, Dag. Twibs, Tansy, Florian, geh aus mir raus. Ah, nun, wenn du darauf bestehst, dann könnte ich probehalber ein Geschäft eröffnen. Ich werde hier warten, während du meine Boutique baust. Kann man eigentlich hier auf die Namen gehen dann? Nee. Muss man warten, bis es weg ist. Florian. Ich glaube, Batschi war so einer der schwersten, die man halt glücklich machen kann. Bis die bester Freund sind. Weil die auch selber die Aufgaben haben halt. Die Sache ist die mit Budgie. Wenn wir ihn glücklich machen, kriegen wir den Ofen. Der Ofen ist cool. Gut, Leute, aber... Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masala Vista, Baby.